So Leute, wir sind mal wieder in Rising Lords. Ja, lange nicht mehr gespielt. Es kamen aber viele Updates hinzu, was ich jetzt so gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, wir werden uns das Ganze mal anschauen. Wir sind noch im Early Access. Ihr seht es hier unten. Ne? Wir werden uns trotzdem jetzt erstmal das Tutorial anschauen. Weil ich glaube, beim letzten Mal diese Schlacht oder was wir da gespielt haben, die verlief natürlich nicht allzu gut. Also erstmal Tutorial, dass wir ein bisschen was vom Spiel so verstehen. Und dann werden wir uns nächstes Mal dann an ein richtiges Spiel machen. Eine Kampagne, glaube ich, gibt es hier immer noch nicht oder wird es auch bestimmt nie geben. Okay. Bitte die Maus herbewegen und halten. Okay, das haben wir. Platziere zwei Bauern auf einem Getreidehof. Ne, ihr seht schon im Tutorial, es wird ja alles dann schön markiert. Und das waren ja unsere Bauern. Schickt einen Bauern ins Holzfällerlager. Holzfäller ist hier unten, ne? Beginn mit dem Bau einer Schenke. Da müssen wir immer drauf, weil ich das gucken muss. Wo die meinen. Ah, Rechtsklick auf ein leeres Feld. Also dann irgendeins hier. Na, es geht nur das hier. Schenke. Bietet viel Wohnraum, Bauern können dort platziert werden, um Zufriedenheit zu generieren. Baut eine Mühle, da können wir eine Mühle bauen. Ne, warte mal, wie sollen wir das machen? Rechtsklick auf ein Feld. Verbessern, Mühle. Boah, jetzt wird's kalt. Jetzt wird's kalt. Spricht mit Lord Edmund. Ja, Vater, ich bin... Also, warte mal. Tankred, es gibt eine wichtige Sache, um die wir uns morgen kümmern müssen. Dieser Winter ist rau und jeder bekommt ihn zu spüren. Mir wurde zugetragen, dass Bären auf der Suche nach Futter sich die Berge hinunterwagen. Wir müssen eine Jagdgruppe organisieren, um sie zurückzutreiben und unser Volk zu schützen. Du wirst mich auf der Jagd begleiten. Denkst du, du bist bereit? Ja, das sind wir. Der Vater lächelt Tankred an. Du bist der Aufgabe gewachsen, das weiß ich. So, okay, mit Bären. Gerüchte behaupten, dass tollwütige Bären die Dörfer heimsuchen. Ho, da haben wir schon unseren ersten Bären. Ich finde es auch schön, dass hier die Figuren so schön animiert sind. Bevölkerung intern ist geschrumpft. Okay, und da haben wir das mit unserem Bären. Schicke Bauern zum wilden Bären. Nehmen wir dann mal zwei Stück. Die werden jetzt eh noch nichts machen. Ich glaube, das wird erst beim runden Ende kommen. Kaufe 20 Schafe. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 1700. Achso, halt. 20 Schafe. Okay. Das haben wir auch. Beginn mit dem Bau von Bögen. Das habe ich schon gesehen. Hier ist nämlich die Schmiede. Deklariert ein Schafsfeld und platziert dort was? Einen Bauern. Das wollen die hier oben, oder? Warte mal. Schafsfeld, da haben wir es doch. Hä, warum ist unser Schaf hier als Skelett hier gezeigt? Komisch. Also dann ziehen wir hier einen Bauern ab. Ja, das dürfte aber nicht sein, dass das hier als Skelett angezeigt wird, oder? Verdoppelt die Rationen. Setzt die Rationen auf Doppelte, indem ihr den entsprechenden Knopf vom unteren Bildschirmrand klickt. Ah, hier. Doppelte Rationen, das haben wir auch. Verdoppelt den Cent. Der war hier. Viertel, halber, warte mal. Die vorgeschriebenen Steuern, die von den Bauern gezahlt werden. Gold als Steuernahmen pro Runde 56. Normal, okay. Zufriedenheit sinkt. Armee mit 100 Soldaten. 5 Ritter. Warte mal, wie viel? 30 Bogenschützen, 15 Speerkämpfer
und 50 Bauern. Also, ach so, hier steht's auch noch mal. Woher weiß ich aber, was jetzt hier welche Einheit ist? Steht jetzt hier nirgends, oder? Nee. Wenn ich da draufklicke, erfahre ich auch nichts über den. Warte mal, 30 Bogenschützen, das sind auf jeden Fall die hier. Ich weiß nicht, ob das hier die Bauern sind. Obwohl, ja, wir haben ja den Bauern zu den Bären geschickt und der schaut ja auch so aus. Wie viel brauchen wir davon? 50. So, dann brauchen wir 15 Speerkämpfer. Halt. Das sind die hier. Ah, nein, nicht vor. Jawohl, das passt schon. 15 Mal und 5 Ritter. Oder mal Speerkämpfer. Ja, wen meinen die jetzt als Ritter? Der hier, oder? Naja, es könnte jetzt der hier sein oder der hier. Okay, das finde ich blöd, dass das hier nicht beschrieben ist. Wir machen jetzt einfach erstmal den, dann sehen wir schon, was hier rauskommt. Mal gucken. Stellt sicher, dass ihr die richtigen Einheiten aushebt. Okay, also ihr habt nur Ritter. Ne, dann ist der hier der falsche. Probieren wir den hier. Ja, also er ist richtig. Stellt eine Armee. Armee erstellen. Da haben wir es doch. Zieht die Armee zur Grenze zu Perlenbach. Wo ist Perlenbach? Ich denke mal, das wird das hier drüben sein. Ja. Also ich denke, jetzt müsste der Bär... Genau, jetzt ist nämlich der Bär auch besiegt. Eure Bauern haben eine Bestie erlegt. So, das haben wir erfüllt. Bevölkerung in Tannheim erhöht. Das ist natürlich auch gut. Wähl zwei Leiterkarten, wähl drei zusätzliche Karten, bewegt die Armee nach Perlenbach. Vor allem brennt sie hier schon. Die Jagd war erfolgreich und das Volk frohlockt. Der Pelz und das Fleisch der Bestie werden einen guten Preis erzielen. Plus 5 Zufriedenheit und 70 Gold. So, zweiter Mal. Wir sollen ja die Leiternkarten. Öffnet das Armee-Bearbeiten-Menü eurer Armee, indem ihr auf sie klickt. Öffnet dann das Fertigkeiten-Menü neben eurem General und wählt zwei Leiterkarten aus. Okay, dann werden wir das jetzt mal machen hier. Das Fertigkeiten-Ding neben unserem General. Das ist das hier. Da ist die Leiter. Links klicken. Achso. Fertigkeit rechts klicken, um mehr davon freizuschalten. Also wir brauchen 2 Stück davon. 3 zusätzliche Karten. Tauscht die aktive Einheit mit einer angrenzenden verbündeten Einheit. Die Zielanheit erhält 3 Initiative, kann nur ab Runde 2 gespielt werden. Sammeln. Moral der Einheit in Reichweite unter 15 wird auf 15 gesetzt. Sie sind immun gegen negative Moraleffekte, die will ich. Ach, benachbarte Fähigkeit. Wenn diese Einheit angegriffen wird, schlägt sie vor dem Angreifer zu. Okay, dann nehmen wir die jetzt noch dazu. Karten speichern. Bewegt die Armee nach Perlenbach. Wo muss die hin? Hier. So. Ah, zum Kampf. Wir sind im Kampf hier. Bin mal gespannt. Ist das jetzt von mir ein Bauer? Schaut so aus. Es gibt sogar hier so Tretfallen. So, Leute. Platziert die Bogenschützen auf dem Hügel.
Ja, da haben sie natürlich einen, ich denke mal, einen weiten Bonus. Die Speerkämpfer im Wald. Jetzt war da mal Sumpf vor das hier. Und die Ritter auf der Ebene. Jetzt war da mal, der hat aber eh nicht so viel Gesundheit, dann tun wir den mal ein bisschen zurück. Weist den General eine Einheit zu. Ja, machen wir mal unseren Rittern hier. So, also wir haben die Leitern. Erstschlag, Initiative. Wir behalten jetzt einfach mal alle Karten. So, warte mal. Gewinnt die Schlacht, schützt euren General. Jetzt müssen wir mal gucken, aber das. Doch, ich komme sogar bis zu ihm. Aber halt nur bis zu den Bauern. Warte mal, hier können wir das Gebäude angreifen, nicht den Bauern. Jetzt gehen wir mal nur bis hierher. Oh. Okay, der hat keinen Schaden gemacht, das ist sehr gut. Jetzt warte mal, wie kommen da wir? Brauchen wir da diese Leiterkarte? Da müssen wir doch in das Gebäude hier reinkommen. Ja, da ist er drin. Okay, es brennt. Je länger er drin bleibt, ich glaube, desto mehr Schaden nimmt das Gebäude. Irgendwie so war das doch noch. Oh, der hat auch einen General dabei. Ja, da müssen wir natürlich aufpassen. Der ist tot. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich mit den anderen Einheiten hier nach vorne komme. Jetzt warte mal, wie können wir den hier ausruhen lassen? Ach, warte mal, Verteidigung. Ah, Rechtsklick, Verteidigungsstellung. So, mit dir versuchen wir mal hinten rumzukommen. Weiter nach vorne. Hey, wieso dürfen die schon wieder? Jetzt war da mal eins von zwei. Da haben wir die Moral. 6 bis 10. Oh, die könnten wir, wenn wir Glück haben, sogar wegkriegen. Na, ah, ein Gesundheitspunkt bleibt noch. Oder mal 02. So, lass meine Bogenschützin. 0 bis 1 ist verdammt wenig. Und tschüss. Jetzt nehmen wir erstmal die. Jetzt, wenn er mich angreift, müsste ich doch, glaube ich, zuerst angreifen können. Das sind die. Ach so, okay, weil hier die Mauern, glaube ich, noch intakt sind. Jetzt warte mal. Probieren wir es mal so. Ja, da stellt er seine Leiter auf. Oh, jetzt ist er hier. Mein Ritter fast weg. Weil den müssen wir jetzt mal zurückziehen. Nicht, dass der mir hier noch drauf geht. Was, ihr habt einen kleinen Teil oder Trupp verloren? Eurem Trupp gefällt das nicht. Okay, gut zu wissen.
Ihr seid siegreich. Der feige Gegner flieht vom Schlachtfeld. Ach so, okay, wir haben gewonnen. Perfekt. Da haben wir 14 verloren. 3. Na, von unseren Rittern natürlich gleich 4 Stück. Gibt es hier irgendwas? Nee. Ja, das können wir überspringen. Das lese ich jetzt nicht alles. So, da haben wir einen Händler. Schickt Bauern, um die Brände zu löschen. Jetzt warte mal, können wir hier 2 Stück hier rüber schicken. Aber ich finde schön, wie die dann auch ihr Aussehen komplett verändern und sich der jeweiligen Sache, die sie gerade tun, anpassen. Ist sehr cool gemacht. Dieser Arbeitsplatz hat, warte mal, was stand hier? Kauft 200 Krüge Bier vom Händler. Was muss denn ich hier drücken, dass ich nicht so viele krieg? Achso, M ist alles. Ja, wie soll ich hier 200 kaufen? Ich komme da irgendwie immer drüber. Der macht immer irgendwie immer das Doppelte. Ja, es geht nicht anders, da müssen wir so kaufen. Schickt 500 Getreide aus Tannheim. Die Region hungert. Schickt ihnen 500 Getreide, indem ihr in Tannheim den Nahrung verschicken Knopf vom unteren linken Bildschirmrand drückt. So, da können wir zwischen unseren Provinzen hier Nahrung hin und her schicken. So. Ach, hier unten. Also 500 sollen wir schicken nach. Jetzt warte mal, heißt es Permbach nach Tannheim? Aus Tannheim. Jetzt warte mal, jetzt gehen wir mal hier hoch. Vielleicht müssen wir da oben sein. Na, jetzt schaut es schon anders aus. Also ihr müsst schon über die Provinz gehen, von der ihr das verschicken wollt. Nach Perlenbach. Okay. Baut die Mauern wieder auf. Warte mal, Holzwald, da haben wir es doch. Ach so. Waren das jetzt alle? Ja, dann die Wohngebäude. Und die Leiter soll man entfernen. Warum denn? Ihr könnt Karten aus eurem Deck entfernen und rechtsklick, bla bla bla. Achso, und da soll man die doch eine andere Karte ersetzen. Können wir nicht. Jetzt machen wir hier mal speichern. Jetzt gucken wir noch mal, ob das jetzt funktioniert. Ah, jetzt geht's. Einheit kann. Warte mal, was steht hier? Einheit kann Mauern. Ich denke mal durchbrechen, oder? Nehmen wir mal das da. Portaubrücke. Nehmen wir auch dazu. So, öffne das Übersichtsfenster eures Reiches. Das haben wir hier drüben. Perlenbach. Warte mal, das sind unsere Einwohner, oder? Ja, hier wird aber auch wirklich nichts beschrieben, was hier was ist. Einwohner. Ich denke, das wird die Zufriedenheit sein. Kann natürlich auch das hier sein. Jetzt lassen wir mal kurz gucken, ob wir das irgendwo sehen. Ah, hier haben wir es. Na, hier ist die Zufriedenheit. Also Gesundheit, Zufriedenheit. Hier haben wir unser Geld. 282, 263, keine Ahnung. Und das hier, also sind unsere Rationen. Achso, da wird angezeigt. Permbach läuft auf
auf normaler Ration und wir laufen auf doppelter. Okay, so ist das gemeint. Aktiviere die automatische Verwaltung für eure zwei Provinzen. Das ist dann das hier. Bewegt eure Armee zur Grenze von Tarasso. Jetzt warte mal, haben wir überhaupt noch volle Mannesstärke? Ja. Ich würde trotzdem sagen, wir machen mal unsere Ritter hier ein bisschen mehr. Das geht gar nicht. Achso, bei den Bauern geht's, bei den Rittern nicht. Komisch. Bei den Bogenschützen geht's auch. Und Speerkämpfer geht's auch nicht. Machen wir da mal Bauern. Ach so, weil wir keine Rüstungsteile haben, deswegen. Ja, ich finde es halt schade, es wird nicht angezeigt, wie viel wir für ihn hier brauchen. Also nur durch Klicken seht ihr, wir brauchen 1-1. Okay. So, die Armee, die Unbesiegbaren, wurde modifiziert. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es erstmal heute für im Tutorial. Wir werden aus dem Tutorial auch noch einen zweiten Teil machen, weil ich denke, das wird noch weitergehen. Ihr seht es hier unten. Ne? Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's es gut. Tschüss.